Hallo meine Lieben, das ist eine Kartenübung für kommende Woche, die Wochenbotschaft. Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt ist wieder Wetter besser und ihr genießt dieses Wetter draußen, etwas unternehmen, spazieren geht oder auch seid irgendwo im Café oder im Park. Ja, ich, wie immer, lege diese Kartenlegung als Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Es sollte dir Impulse geben, dich anregen, zum Nachdenken geben. Vielleicht auch etwas Verschüttetes, was du nicht wahrhaben willst, wirst du auch besser sehen. Oder auch, es wird dir auch widersprechen. Den Intuition, die du hast. Wir haben alle Intuition. Es ist nur die Frage, wie weit wir die sozusagen auch annehmen. Ich kenne da nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement, Kommentar. Und natürlich, ich freue mich, wenn du auch andere Videos anschaust, wie zum Beispiel Mai-Videos für die Sternzeichen. Und natürlich, ich lege auch Privatlegungen. Das bedeutet, du kannst bei mir per WhatsApp oder E-Mail melden und wir können dann vereinbaren, Termin. Geht eigentlich ziemlich zügig. Und ich bin natürlich auf Instagram und auf Facebook. Kannst mich auch dort adden. Die Lotusblüte von meinem Logo. So, wir fangen an. Was ist in der kommenden Woche so los in der Luft? Was möchten die Karten uns mitteilen? Was wird ein Thema sein? Was gewinnt an Energie? Wo wird irgendwie präsenter für uns kommende Woche? Was an Energie in Verlust geht? Was ist noch nicht sichtbar, was vielleicht ein bisschen aufzeigt sich, aber nicht ganz klar ist, um was es da geht? Ah, falsch, hier hin. Und ich war schon bei der nächsten. Mein Verstand ist schneller als meine Hände. Ja, und das Weitere ist sozusagen, was ganz klar wurde erkannt. Und die Tendenzen, wohin, die geht die ganze Reise hin. Hier geht es um Liebesnachricht mit Entscheidung. Also jemand wird dir eine Entscheidung verkünden, Herzlichkeit dabei ist oder betreffend Liebe. Natürlich, das kann positiv und negativ sein, aber es ist eine Entscheidung. Auch ich freue mich, wenn du bekommst eine positive, herzliche Nachricht, die dich erfreut und bringt dir auch dazu auch schöne Entscheidung oder schönes Erlebnis. Sollte aber etwas doch nicht so Schönes sein, denk daran oder auch vertraue auf den Universum, alles hat einen Sinn, auch wenn du jetzt in diesem Augenblick nichts siehst. Und manchmal ist es so, dass mancher Kelch, der uns vorbeigeht, ist vielleicht auch Segen. Und ja, ich hoffe, es kommt etwas Positives, Schönes, Herzliches, Angenehmes, Liebesangelegenheiten. Etwas verkündet wird. Eine Entscheidung wird verkündet in Liebe. So, es ist so, wenn du hast zwei Kinder, dann distanzierst dich von Kindern. Du sagst, meine Lieben, backt ihr euren Leben irgendwie. Oder eure Kinder sozusagen werden distanzieren sich, bitte nicht missverstehen, auch wenn deine Kinder sind so Teenager oder auch 10, 12, so in dem Alter, vielleicht die bei gutem Wetter auch mehr verbringen, draußen etwas unternehmen. Es kann aber auch sein, dass du hast Unruhe und Aufregungen, Stresssituation, Hektik mit Behörden oder auch betreffend Trennung. Das ist die Energie. Neubeginn, Stress, aber ja, Trennung, Distanzierung, Kind und natürlich kann auch sein Behörden.
gucken wir noch das hier. So, irgendwas ist ein Verlust. Hier gibt es so, dass diese, es gibt Kummer, Aufregungen, Sorgen und Blockaden, weil irgendwas in der häuslichen Situation geht nicht voran. Das kann auch familiär sein, das kann auch Gefühl von Geborgenheit. Du fühlst dich nicht geborgen. Das kann ein Thema sein, ist auch ein sehr wichtiges Thema, dass man sich wohlfühlt. Zu Hause, im Haus, in Familie. Das ist sozusagen, es ist immer, Geborgenheit ist auch etwas, das ist natürlich auch ein Grundbedürfnis ist. Ne? Aber für jeden ist etwas anderes. Jemand fühlt sich geborgen und sicher und wohlfühlt, wenn es ist, gibt es keine Probleme daheim oder gibt es keine Streitigkeiten. Für anderen ist das geborgen, fühlt sich und wohl unter anderen Umständen. Wenn es gibt weniger Stress oder auch die familiäre Situation ist sicher. Ob das ist Kinder, Partner betreffend oder auch natürlich auch unsere Eltern, Schwiegereltern und so weiter. Das ist immer, das ist wie eine Messlatte. Wir haben jeder eine individuelle Messlatte in jeglicher Hinsicht. Für jemanden, sagen wir 100 Euro kann viel sein, Geld, für anderen ist das Peanuts und das ist auch so. Auch Distanz und Nähe zum Beispiel ist unterschiedlich auch. Das ist auch eigene Messlatte. Erfolg ist eigene Messlatte. Und vieles anderes ist Messlatte. Ne? Also jeder messt sich nachher unterschiedlich. Und hier geht es so, dass du fühlst dich blockiert. Irgendwas nicht deiner Geborgenheit entsprechend ist. Und diese Energie geht weg. Also das ist das Positive. Du wirst wahrscheinlich, wenn es geht hier um Kinder, dann wirst du auch geborgener fühlen oder auch die sich auch wohlfühlen und zwar möglicherweise auch gibt es ein bisschen Stress, aber es ist gut, sieht aus. Also, so, was nicht ganz zu sehen ist, hier gibt es mal eine schicksalhafte Maske, eine Herausforderung von kurzer Zeit. Bitte nicht missverstehen, es ist, wir tragen alle Masken. Wir können nicht bei unseren Kindern auftreten, zum Beispiel, wie auf die Arbeit. Oder auch umgekehrt, wir können nicht auf die Arbeit auftreten, wie bei den Kindern. Unserem Verhalten. Wir müssen ja auch anpassen, unserem Verhalten. Das gehört dazu. Und hier geht es aber auch kleines Glück bei dieser Maske. Möglicherweise musst du auch in einer Situation Maske tragen. Vielleicht geht es auch andere tragen eine Maske in einer Situation als Herausforderung. Also es ist immer meiner Erfahrung nach, natürlich das ist meine Erfahrung, persönliche Meinung, in sehr nähen Beziehungen wie Partnerschaften oder auch mit Kindern oder auch Maske zu tragen, das ist traurig. Weil dieser Mensch uns wichtig ist. Oder man ist Absicht, in eine Partnerschaft einzugehen und der Mensch trägt Maske. Dann ist das traurig. Natürlich müssen wir auch gewisserweise auch bei Kindern auch Maske tragen. Bitte nicht missverstehen. Dass es eine Sache ist, dass es eine Situation gibt, wo es das Übel ist und eine andere Situation, wo es notwendig ist. Zum Beispiel, du hast Sorgen und Kummer und du möchtest das verheimlichen von deinen Kindern. Zwar ist das erfolglos, weil die Kinder merken alles, aber manchmal braucht man das. Also ein bisschen sozusagen verstecken. Aber es wird positiv sein. Also es ist keine negative Wirkung, ist diese Masken. Für dich von außen oder auch von dir selbst. Was ganz klar ist, dass du hast Klarheit bekommst über eine Frau und die Zeit spielt dabei eine Sicherheit. Also durch die Zeit ist eine Tür eröffnet durch eine Frau. Vielleicht hast du Impuls bekommen von einer Frau. Vielleicht durch Umwege etwas, durch die Zeit hat etwas dir aufgezeigt. Weil du merkst, einer meiner Lieblingssprüche ist auch, die Zeit baut auf. Also wenn eine Verbindung, ein Vertrag, eine Vereinbarung, irgendwas, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich, auch das ist ein Geschäfts,
Leben mit anderen oder auch Freundschaften, Bekanntschaften. Wenn das ist Wachstum, ist gedacht, dann die Zeit wächst und das Vertrauen wächst. Aber wenn etwas ist nicht dafür gedacht, dann die Zeit auch ruiniert es. Und hier gibt es entweder Verwicklungen betreffend Zeit und trotzdem du öffnest deine Tür oder bekommst Sicherheit oder eine Frau etwas mitteilt über die Zeit zum Beispiel und du bekommst über etwas Sicherheit. Besser sagen, du hast erhalten. Dir hat etwas wurde aufgezeigt über eine Frau durch die Zeit. Du hast irgendwie durch eine Frau eine Sicherheit erlangen. Weil das ist das, was sozusagen ganz klar erkennst du. Diese Frau muss nicht irgendwie jetzt deine Rivalin sein. Das kann auch natürlich auch jemand, weibliche Person in Familie oder auf die Arbeit oder auch im bekannten Freundeskreis. Da ist durch die Zeit etwas, was dir in Vermutung war, Intuition wurde bestätigt. Oder widersprochen. So, wo führt es das Ganze hin? Es ist so, dass du wirst unternehmen wollen, einiges in Öffentlichkeit, also außer Hauses, ob das ist spazieren gehen oder auch Café oder auch öffentliches Gebäude, aber es ist noch mit manches unklar ist. Zum Beispiel, du weißt es nicht, wie das Wetter nächste Woche ist, in kommende Woche oder in diese Woche sozusagen oder in kommende Zeit und du weißt nicht, ob das deine Pläne kannst du zum Beispiel etwas unternehmen im Haus oder außer Hauses, ne? Aber du bist bereit, etwas unternehmen. Vielleicht auch hier geht es um Sehnsüchte. Der Park übrigens ist auch, kann auch stehen für Garten. Also alles außer deine Privatsphäre. Kann auch sein, dass du hast Sehnsucht, manches, aber du kannst das nicht ausführen, weil das ist für dich ein öffentliches Leben. Also bitte nicht missverstehen, wir haben auch Social Media, Leben, das ist öffentliches Leben, in gewisser Art, was wir von uns präsentieren. Oder auch, was wir zeigen, was es nicht mehr privat ist. Privat ist das sozusagen, das bleibt in der Familie oder bleibt zwischen sich und dem Partner und öffentliches ist, ja, da man immer entscheidet, ob das gehört zu sozusagen zu jemandem. Ich muss für jemanden die Tür aufmachen, meine schnurrende Gottheit. Ja komm, Freundin, du kannst die Tür nicht aufmachen. Ja komm, ja. Mr. N ist da, kannst du dich bei ihm beschweren. Und der wird dich trösten. Sorry, aber meine Katze ist wichtig. Und wie ich schon sagte, das ist schnurrende Gottheit. Die Befehle muss man sofort erfüllen, sonst ist der Ton entsprechend. Ja, es kann auch sein, dass du in Öffentlichkeit was unternimmst oder auch, ja, es ist nicht mehr die Privatsphäre, was du unter Privatsphäre verstehst. Das ist immer auch wieder eine Messlatte, was wir verstehen unter Privatsphäre. Was ist privat für dich und was ist nicht privat für dich? Es gibt Menschen, für denen ist privates Tagebücher und es gibt Menschen, für die ist privat was anderes. Zum Beispiel familiäres Leben. Deren Wünsche, Sehnsüchte, Gedanken. Und es gibt noch weitere Sachen, was noch privat. Es ist immer eine Messlatte. Und natürlich, dass es immer auch mit Grenzen zu tun hat, wer was darf wissen und wann wissen darf. Da machen wir auch Unterschiede, ne? Ja, auf jeden Fall ist es, ich sehe positive herzliche Nachricht. Hier ist auch Positives, wenn deine Kinder etwas unternehmen, ist auch toll, sozusagen von dir ein bisschen in Distanz gehen, aber ja, ein bisschen diese Hektik und Ruhe vielleicht mit Behörde, das ist nicht so schön. Aber es sieht nach guter Woche. Also mich freut es sehr. Ich wünsche euch alles Gute, bleib in der Mitte, bleib gesund, versucht sozusagen bei sich zu bleiben, das ist ganz wichtig, weil ich habe ein Video veröffentlicht über Mars-Einflüsse und geht es auch um eigene Durchsetzung, eigene Ideen, Vorstellungen von etwas. Und dass man sozusagen nicht überrumpelt den anderen oder auch überrumpelt
wird von anderen. Und ich denke es mir, dass es wichtig ist, in den kommenden Wochen und vor allem in den Mai sozusagen bei sich zu bleiben, nicht mit allem mitschwingen. Es ist so, dass wir immer wieder diese Energien haben und das ist über lange Zeit. Aber wir entscheiden, wie auf welche Situation wir reagieren. Es ist wirklich eine Herausforderung, das weiß ich selbst. Und nicht immer haben wir Gelassenheit. Und irgendwann auch die Tasse ist voll. Aber es ist wichtig, meiner Meinung nach, bei sich zu bleiben. Sich selbst betrachten. Wieso ärgert es mich? Wieso berührt es mich? Wieso ich irgendwas bei mir etwas ausmacht? Deswegen, ich empfehle immer wieder, bei sich zu bleiben und in Mitte zu bleiben. So, ich wünsche euch wunderbare Zeit. Bleibt gesund, bleibt in der Mitte. Bis bald.